Der Turm der Apostel-Paulus-Kirche lenkt den Blick nach oben. Es ist der große und zentrale Kirchenbau in Schöneberg. Mein Name ist Thomas Noll und ich werde Sie jetzt auf die Empore und zu den Klängen, die diese Orgel entfalten kann, führen. Wir sind auf der Empore der Apostel-Paulus-Kirche mit dieser Walker-Orgel von 1964. Ein Instrument, was in seinem Hauptbestandteil hier hinten an der Rückwand aufgebaut ist und, ich sag mal, so changiert zwischen wirklich einem relativ dumpfen, tiefen, grundständigen Klang und jetzt mache ich es mal extrem, noch kreischenden Mixturen dazu. Und einigen skurrilen Klängen, die da in dieser Hauptorgel verbaut sind und die durchaus ihren Reiz haben. Ich habe mich jedoch bewusst für einen Klang aus dem Rückpositiv entschieden. Dieses Rückpositiv ist bemerkenswert weit in den Raum hineingebaut, klingt deswegen auch völlig anders in der Wahrnehmung unten und auch hier oben. Und das schauen wir uns jetzt kurz an. Also da haben wir diese eckigen Holzpfeifen, was der grundlegende 8-Fuß ist. Und dann stehen in unserer Richtung die 2-Fuß-Pfeifen, auf denen ich spiele. Und das kann man von hier, kann man genau diesen Spielbereich auch schön erkennen. Und dann kommen hier in der Richtung dann noch die ganz hohen 1-Fuß-Pfeifen, das Grummhorn und diese Terzzimbel. Ich spiele ein Stück von Heinrich Scheidemann. Hamburg, erste Hälfte des 17. Jahrhunderts und habe aus dem Renaissance-Instrumentarium, was er sicher noch im Ohr hatte, sozusagen die Piccolo-Blockflöte ausgewählt, die hier auf unserem Rückpositiv Waldflöte heißt.